So, willkommen zum Start von Minecraft Infinity. Ja, ich und Vortex sind die beiden Organisatoren. Und ich würde sagen, wir stellen uns erstmal alle vor. Ich bin Gerd Gant, ich mache YouTube und ja, bin Organisator von diesem Projekt. Ich bin Vortex, ich bin auch dabei und ich bin auch Organisator von diesem Projekt. Genau, Wow. nice. Also, ich würde sagen, fangen wir mal mit Crafting Banner an. Ich bin Crafting Ben. Genau. Okay, Stark. nice. Stark. Blank. Ich glaube, er will Du gerade bist doch nicht so. gemutet. Hallo, mein Name Okay, hallo, ist Willi Blank. auf Kleiner YouTube Fail, aber. LackRD und ich mache Videos zu verschiedenen Themen, jetzt auch unter anderem Minecraft. Dann Noob Tom. Glenn und ich, wir sind gut und guter, wir betreiben den Kanal zusammen und haben, glaube ich, vor 2 Jahren mit YouTube angefangen und ja, wollen jetzt durchziehen mit diesem Projekt. Okay, nice, dankeschön. Dann Tomko. Hallo, ich bin der Tomko. Ich mache auch ganz viele Videos zu verschiedenen Themen und jetzt auch zu Minecraft Infinity. Okay, dann, dankeschön. Geeks, Milan. Hallo, ich bin Milan und ich bin neu auf YouTube. Nice. Tag. Playbird. So, ich bin Playbird. Ich mache eigentlich auf meinem Kanal so ziemlich alles, worauf ich Bock habe. Also können wirklich alles erwarten. Nice. Und nennt mich bitte einfach Leo, okay? Okay, Leo. Hallo, ich bin Glenn und ich gehöre mit zu Niklas da drüben. Und ja, wie er schon gesagt hat, wir machen den Kanal gut und guter. Nice, danke schön. Also ja, wie ihr schon gesehen habt, denke ich mal, das ist hier der Spawn. Ihr könnt mal alle gerne rauskommen. Ja, das ist der Spawn hier. Und ich würde sagen, ihr könnt euch frei bewegen. Und dann, let's go. Gut, Leute, ich habe mich jetzt erstmal gemutet. Ich habe jetzt schon ein bisschen Holz genommen. Und ja, jetzt fange ich mal an. Minecraft Infinity. Lang hat es gedauert, bis es startet, aber es ist endlich soweit. Machen wir erstmal normal Standard-Stuff. Keine Axt. Ich hole mal ein bisschen Stein. Mal gucken, was wir in dem Modpack so machen werden. Mit welchen Leuten wir hier spielen. Im Moment sind, glaube ich, ja, im Moment sind ein paar Leute online. Crafting Ben. Den Namen kann ich noch nicht aussprechen, sorry, aber ich sage einfach mal Gegan, keine Ahnung, wie man das ausspricht. GX Milan. Ich, Playbird, Sir Spaten, weiß jetzt nicht, von welchem Kanal das ist. Ich glaube von Gut und Guter. Tomko, Vortex, Willi Miner und das am Ende ist Niklas, glaube ich. Und ja. Im Moment, es fehlen noch ein paar Leute, die sind noch nicht online. Alle findet ihr in der Videobeschreibung. Guckt da gerne mal vorbei bei den Leuten. Und ja, ich mache jetzt mal Standard-Equipment. Ich gehe gleich in die Höhle. Ich denke mal, hier darf ich hin. Muss dann auch mal gucken, wo ich mir so Grundstück mache. Was ist das? Kann ich das schon abbauen? Sieht nicht so aus. Nee. Das hier ist ein Trick. Und das hier ist. Was ist das? Kann ich auch nicht. Doch, kann ich abbauen? Ne, hat bloß XP gebracht. Okay. Das hier sieht aus wie Zinn. Ne, das ist Aluminium. Nehme ich mal mit. Und ja, da drüben ist schon Eisen. Das hole ich mal. Ich habe hier zum Glück eine relativ große Höhle mit viel Stuff. Ich weiß nicht, ich hoffe mal, ich kann das schon meinen. Ich darf schon meinen. Aber ich denke mal. Erstmal so ein bisschen leichtes Equipment holen. Eisennuggets und alles. Was habe ich noch bekommen? Flaxseeds, Ash und ja. Gucken, was ist das hier? Kann ich es noch nicht abbauen, glaube ich. Ne, kann ich nicht abbauen. Aber hier noch ein bisschen Eisen. Oh, ich hole mir mal kurz das ganze Eisen, was hier noch ist. Das ist leicht zu bekommen. Die haben alle schon Eisenpicken und so. Ich habe bis jetzt bloß das Material, aber ist ja auch in Ordnung. Ich mache ganz ruhigen Start. Ich habe jetzt keinen Zwang, irgendwie extrem rein zu grinden in dem Projekt. Noch ja, ein bisschen Lapis nehme ich mit. Was ist das? Sapphire. Und das hier unten ist auch Sapphire. Okay. Was ist das hier? Das ist Zink. Okay, jetzt da habe ich schon Zink, Sapphire und das andere. Sapphire ist, glaube ich, ganz gut für Rüstung. Kenne ich zumindest noch aus Galaxy Craft.
Jetzt wollte ich Galaxy Craft tun, perfekt. Kann man aus Sapphire nichts machen? Irgendwie nicht, scheinbar. Ah doch, aus Sapphire kann man sich Rüstung und so machen, ja. Die sind sogar ganz gut. Ich weiß nicht genau, was da alles für Mods drauf sind, aber wir haben sehr, sehr viele Mods. Das ist wirklich ein riesiges Modpack. Das größte, was ich, glaube ich, jemals gespielt habe sogar. Und das gleich auf dem Kanal. Der Start war jetzt, ja, relativ chaotisch, obwohl es ging eigentlich. Der erste Playbot hat schon Dias. Hilfe, der tut da rein granten. Beziehungsweise rein suchten oder lackern. Keine Ahnung, was der da hat. Au. Oh. Ich will ungern jetzt schon sterben in der ersten Folge. Das hier unten sieht aus wie Lead. Oder Lead. Ja, ist es auch. Nehme ich gleich mal mit. Und hier oben ist Randomite Erz. Randomite ist geil. Da bekomme ich Random Items raus, falls ihr das nicht kennt. So wie Redstone, Eier. Ja, aufsammeln bitte. Danke. Das hier, kann es sein, dass es leicht laggt, aber auch bloß minimal. Gunpowder. Vortex ist schon gestorben. So, gucken, was hier unten kommt. Der Shader ist ganz geil, den ich drin habe. Das ist der... Das ist der Project Luma. Shader. Ja, es laggt leicht, aber erträglich. Ich nehme die Fackel mal wieder mit. Und gehe dann mal hier gegenüber in eine tiefere Höhle. So, ich gehe mal hier rein. Hier ist es ein bisschen tiefer scheinbar. Ich würde mir eigentlich noch ein Schild machen. Das habe ich komplett verpennt wieder. So, was ist das hier? Das sieht aus wie Aluminium. Ja, es ist Aluminium. Brauche ich jetzt nicht dringend. Und ich habe kein Essen mehr. Ich esse einfach mal das Rotten Flash. Sollte auch gehen. Was ist das da unten? Ich mache mir noch neue Fackeln. Und mein letztes Holz weggeben. Kann ich aus den Trick nicht, glaube ich, auch Stöcke machen irgendwie? Ja, ein Trick sind zwei Stöcke. Gut, dann habe ich hier so ein kleines Camp gefunden, oder was das ist. Eine verschlossene Truhe. Ne, es laggt, oder? Ich glaube, es laggt bloß. Ja, es laggt. Ui. Jo, damit bin ich immun gegen Knockback. Eine Dia-Picke gefunden. Die ist nochmal nicer. Eisenboots. Und die Knochen nehme ich auch nochmal mit. Gut, dann packe ich das hier gleich mal rein. Und ziehe die Eisenboots an. Von den Kuchen muss ich auch nochmal was essen. Hier ist nichts drin. Und hier sind Rails. Die brauche ich jetzt eigentlich nicht. Aber das Bett nehme ich mit. Das ist ganz nice für später. Da drüben sind sehr viele Monster. Ich weiß nicht, ob ich da hin möchte. Hier sind allgemein sehr viele Monster. Ich glaube, ich gehe erstmal hoch und claime irgendwo ein Grundstück, damit ich mal ein paar Sachen safen kann. Okay, ich habe gerade nachgefragt, wie weit man weg, also ob man, ob es egal ist, wie weit man weg kann. Wollen wir ein Dorf gründen? Desto weiter weg, desto dümmer für dich, ne? Naja, weiter weg, dümmer finde ich jetzt nicht so. Ich bin weiter weg als safer. Als wenn ich jetzt direkt hier irgendwo bin. Das habe ich vorhin gar nicht gesehen, der Baumstamm hier ist hohl. Gibt der trotzdem normales Holz? Ne, gibt er nicht. Okay. Da oben ist auch Randomite, das will ich mir noch holen eigentlich. Weil ich mag Randomite-Erz sehr doll. Weil hier kann man mit Glück auch noch ein Dia rausbekommen. Und ein Dia wäre nun wirklich Volltreffer. Wieso habe ich ein einzelnes Eisenerz? Das kann ich eigentlich mal abbauen. Das habe ich wahrscheinlich gerade aus dem Randomite bekommen. Ein Dia. Wir haben den Dia bekommen. Golderz brauche ich jetzt nicht. Den Dia brauche ich aber auf jeden Fall. Hier, die zwei Eisenerz brauche ich noch so ab. Und dann würde ich sagen, haue ich jetzt einmal noch ein bisschen ab. Ich habe genug Eisen auch. Ja, 27. Ich nehme das ja nochmal mit. Und dann muss ich jetzt dringend irgendwo ein Grundstück finden und ein paar Sachen saven. Hier ist eine das heißt, hier oben müsste ein Pad sein, oder? Ja, da sind wieder die Inventory-Pads drauf aus Galaxy Craft. Und direkt ein Endportal-Pad. Gut, das darf ich noch nicht benutzen, aber... Das habe ich zumindest so. Also. Er hat das... Warte.
Inventory Pads. Ja, ist es drauf. Ja. Das ist geile Mod. Ich brauch die Banane. Die Banane ist nice. Das ist die, die man werfen kann, wa? War das? Ja. War das? Ja, gut. Ja, ich habe jetzt halt das Endportal Pad, das kann ich noch nicht so benutzen, aber ich hab's zumindest. Wem gehört das Endportal hier? Hä? Endportal? Nicht Endportal, Netherportal. So. Das schon, du hast schon Endportal gefunden. Das wär's. Das wär's komplett nein. Danach folgt noch ein langes Gespräch mit Playbird, was ich auf gar keinen Fall reinschneiden kann, weil es viel zu lange dauert. So Leute, ich habe mir ein paar Schilder gemacht und ich denke, hier mache ich mein Grundstück hin. Das ist in so einem komischen, mystischen Wald, würde ich beinahe sagen. So Leute, ich habe jetzt mein Grundstück abgesteckt. Es geht von dort bis nicht hier, sondern... Warte, man sieht es nicht, weil es da nach unten geht. Hier und da drüben. Ja, das ist mein Grundstück. Ist, ich denke mal, nicht zu groß. Mein Internet ist gerade zu schlecht, um es in Discord reinzusenden. Aber ansonsten sollte es so durchgehen. Ich habe mir ein bisschen Essen durchgebraten, weil ich bin jetzt die ganze Zeit hier rumgelaufen. Ich bin verzweifelt, dabei ein Grundstück festzulegen, weil ich die ganze Zeit das eine Schild gesucht habe und es nicht gefunden habe. Weil ich zu dumm bin dafür. Keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich jetzt mein Grundstück und ich werde mal die Bäume, die am offenen Rand sind, noch abbauen. Hallo? Hallo zu wem? Wahrscheinlich nicht zu mir. Ich weiß gar nicht, ob jemand in meine Richtung gegangen ist. So Leute, das war's mit der ersten Folge Minecraft Infinity. Wenn euch das Projekt jetzt schon gefällt, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge.